Afrika ist der ärmste Kontinent der Welt. Und während sich die Wirtschaftszentren in Asien voll entwickeln, fällt es leider immer weiter zurück. Heute lebt die Mehrheit der Menschen auf der Welt, die mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen, in Afrika. Und die Einkommenskluft zwischen einem großen Teil der afrikanischen Länder und den Industrienationen ist auf das 40- bis 50-fache angewachsen. Einen ganzen Kontinent als eine einzige wirtschaftliche Fallstudie zu betrachten, ist normalerweise ein törichtes Unterfangen. Denn es gibt 54 Länder in Afrika. Jedes mit seinen eigenen Wirtschaftssystemen, Regierungen, Herausforderungen und Chancen. Pauschale Fragen zur Wirtschaft aller Länder gleichzeitig zu stellen, wäre so, als würde man annehmen, dass die USA und Ecuador die gleiche wirtschaftliche Dynamik haben. Aber wenn es um Armut geht, ist das ein relativ universelles Problem in ganz Afrika. Ja, es gibt Ausreißer wie die Seychellen, Mauritius und sogar Botswana. Aber der Großteil ihrer Wirtschaftsleistung ist bestenfalls instabil und basiert auf fragwürdigen Steuersystemen. Und selbst dann wäre das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-BIP des Kontinents in Europa oder Nordamerika ein Land mit mittlerem Einkommen. Deshalb ist die Frage, warum Afrika arm ist, umso wichtiger zu beantworten. Die Tatsache, dass die meisten Länder des Kontinents unterentwickelt sind, hat ein Team von Wirtschaftswissenschaftlern des MIT dazu veranlasst, nach Gründen zu suchen, die über einzelne nationale Probleme hinausgehen, um herauszufinden, ob es in Afrika gemeinsame Hindernisse für die wirtschaftliche Entwicklung gibt, die es in anderen Regionen der Welt nicht gibt. Wenn man diese Probleme findet und versteht, kann man die Wirtschaftspolitik und die Entwicklungshilfe darauf ausrichten, das Problem an der Wurzel zu packen, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen. Also, auf welche grundlegenden Probleme sind die MIT-Forscher bei der Beantwortung dieser Frage gestoßen? Wie können diese Probleme behoben werden? Und schließlich, gibt es einen Grund für Optimismus bei einem ansonsten ziemlich entmutigenden Problem? Wirtschaftlicher Erfolg führt in der Regel zu noch mehr wirtschaftlichem Erfolg und wirtschaftliche Herausforderungen tun leider genau dasselbe. Heute haben die Länder Afrikas mit einer Kombination von Problemen zu kämpfen, mit denen die Welt vielleicht nicht allzu gut vertraut ist. Politische Instabilität, Korruption und die Zerstörung von Kapital machen es für die Industrie schwieriger, sich auf dem Kontinent anzusiedeln. Was bedeutet, dass die Menschen keinen Zugang zu wirtschaftlich wertvollen Möglichkeiten haben, was zu einer Verarmung der Bevölkerung führt, die wiederum eine noch größere politische Instabilität verursacht. Dazu kommen noch moderne Probleme. Mit der Öffnung der Welt für den internationalen Handel und die Arbeitskräfte ist es für afrikanische Industrien viel schwieriger geworden zu konkurrieren und für talentierte afrikanische Arbeitskräfte einfacher, in reiche Länder abzuwandern, um dort bessere Chancen zu finden. Diese Probleme sind gut dokumentiert und bekannt, aber sie sind Symptome für andere, tiefer liegende Probleme. Warum also hat Afrika so durchgängig mit diesem Teufelskreis zu kämpfen, während Länder auf allen Kontinenten der Welt nicht die gleichen Probleme haben oder in der Lage sind, sie zu lösen? Ein guter Anfang wäre die Geografie. Wie bei einem Echtzeit-Strategiespiel hat die Lage der Länder auf der Landkarte einen Einfluss auf ihre frühe Entwicklung. Land ist neben Arbeit und Kapital einer der drei Produktionsfaktoren, aber in gewisser Weise ist es fast der grundlegendste Produktionsfaktor, denn schon in den frühesten Zivilisationen, die tausende von Jahren zurückreichen, konnte gutes Land mehr Menschen ernähren. Je mehr Menschen das Land ernährte, desto mehr konnten sie sich auf technische Bereiche einer Gesellschaft spezialisieren, die über das Jagen, Sammeln oder den Anbau von Nahrungsmitteln hinausgingen, um zu überleben. Natürlich ist Afrika riesig, aber Land im wirtschaftlichen Sinne bezieht sich auch auf andere geografische Aspekte wie die Fruchtbarkeit des Landes, den Zugang zu Trinkwasser und später auch den Zugang zu Rohstoffen und Handelsrouten. Wenn Ökonomen sich mit der Armut in Afrika befassen, erwähnen sie fast immer den Reichtum an natürlichen Ressourcen auf dem Kontinent. Edelmetalle, fossile Brennstoffe, Diamanten und sogar seltene Erden, die für die Elektrifizierung der Weltwirtschaft unerlässlich geworden sind. Die Billionen von Dollar, die im Boden des Kontinents vergraben sind, machen die Armut umso herzzerreißender. Denn obwohl das Land in dieser Hinsicht so reichhaltig ist, hat dasselbe Land jahrtausendelang gegen die Menschen, die es bewohnen, gearbeitet und sie in eine Lage gebracht, in der sie heute, wo diese natürlichen Ressourcen am wertvollsten sind, schlecht ausgerüstet sind, um sie zu nutzen. Der offensichtlichste Grund dafür ist die Isolation des Kontinents. Die Wüste Sahara teilt den Kontinent von Osten nach Westen und wirkt die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte wie ein großer Ozean, was den größten Teil des Landes im Süden zu einer Insel machte, die physisch von vielen gesellschaftlichen Entwicklungen entlang der Handelsrouten zwischen Europa, dem Nahen Osten und Asien getrennt war. Auch heute noch sind die nordafrikanischen Länder entlang des Mittelmeers stärker in das Weltgeschehen eingebunden und im Allgemeinen weiterentwickelt als die Länder im Süden und im Zentrum des Kontinents.
Die Sahara ist ein wirtschaftlich so bedeutendes geografisches Merkmal, dass Ökonomen Nordafrika und Subsahara-Afrika oft als zwei völlig getrennte Einheiten betrachten. Beide haben ihre Probleme, aber die Probleme in Subsahara-Afrika sind in der Regel beständiger. Die Abgeschiedenheit vom frühen Welthandel und der Verbreitung von Ideen und Technologien hat den Süden des Kontinents gegenüber seinen nördlichen Nachbarn ins Hintertreffen gebracht und ihn später der Ausbeutung durch technologisch überlegene Regionen ausgesetzt, die den Kontinent auf eine Art und Weise erschlossen haben, die, gelinde gesagt, für beide Seiten nicht vorteilhaft war. Darüber hinaus ist das Land selbst nicht besonders fruchtbar. Der Übergang zu einer produktiven Landwirtschaft ist einer der bedeutendsten Dinge, die die Menschheit je getan hat. Aber es war offensichtlich einfacher, diesen Schritt dort zu tun, wo das Land von Natur aus fruchtbarer war. Die Sahara ist eindeutig nicht ideal für die Landwirtschaft, aber selbst die scheinbar fruchtbaren Gebiete im Zentrum des Kontinents haben eigentlich eine schlechte Bodenqualität, die zu schneller Erosion führt, wenn sie nicht mit den fortschrittlichsten modernen Anbaumethoden sorgfältig bewirtschaftet wird. Eine antike Zivilisation hätte es angesichts dieser Faktoren sehr schwer gehabt, Landwirtschaft zu betreiben, und es gab auch keinen wirklichen Anreiz dazu. In üppigen Gebieten, in denen Ackerbau möglich gewesen wäre, war es einfacher, nach Nahrung zu suchen oder zu jagen, als die Mühe auf sich zu nehmen, Farmen zu bauen. Afrika südlich der Sahara ist auch eine Umgebung, die für eine strukturierte Entwicklung sehr ungünstig ist. In den fruchtbarsten Gebieten wimmelt es nur so von Tropenkrankheiten, Insekten und wilden Tieren, was im Allgemeinen menschliche Gruppen begünstigt, die weit verstreut und mobil bleiben. Anthropologen vergleichen dies mit Theorien über andere frühe Entwicklungen, die sich um etwas drehen, das sie die Falle der Sesshaftigkeit nennen. In diesem Fall fanden Menschengruppen ein Gebiet vor, das so reich an Ressourcen war, die für die frühen Menschen wichtig waren, wie frisches Wasser, Holz und das Fehlen von Raubtieren, dass sie über Generationen hinweg in diesem Gebiet sesshaft wurden, bis alles, was sie jagen oder sammeln konnten, aufgebraucht war. An diesem Punkt wird der Ackerbau die einzige Option, wenn die Gruppe ihre nomadische Lebensweise verloren hat. Diese Gärten von Eden, wie Anthropologen sie nennen, gab es in Afrika nicht wirklich, also mussten die Menschen in kleineren Gruppen bleiben und ständig weiterziehen. Das hat dazu geführt, dass es heute einen Kontinent mit vielen verschiedenen ethnischen Gruppen gibt, die hunderte von Sprachen sprechen und alle sehr unterschiedliche kulturelle Normen haben. Auch wenn der Kontinent auf viele verschiedene Länder aufgeteilt ist, sind diese Länder selbst oft intern zwischen verschiedenen Gruppen gespalten. Die vielen willkürlich gezogenen Grenzen verursachen auch andere wirtschaftliche Probleme, die zum großen Teil noch auf den Schatten zurückzuführen sind, den der Kolonialismus hinterlassen hat. Aber darauf kommen wir noch. Wenn es darum geht, das Land als Produktionsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen, bedeutet dieses dichte Netz von Grenzen auch, dass viele Länder von der Außenwelt abgeschnitten sind, weil sie keinen Zugang zu den Meeren für den internationalen Handel haben. Die Verkehrsinfrastruktur für den Handel ist sehr gering und das, was es gibt, ist entweder bei weitem nicht voll entwickelt oder es handelt sich um übrig gebliebene Schienenstränge aus Kolonialreichen, die verfallen und in erster Linie mit der Absicht errichtet wurden, Ressourcen auszubeuten, anstatt eine unabhängige Wirtschaft aufzubauen. Die Verbindungen zwischen den Ländern sind oft bestenfalls unbefestigte Straßen. Und selbst die Länder, die das Glück haben, direkt am Meer zu liegen und so die Chance haben, am globalen Handel teilzunehmen, haben noch andere große geografische Hindernisse. Der größte Teil der afrikanischen Küste, vor allem im Westen, ist erhöht und es ist völlig unpraktisch, dort große Schiffshäfen zu bauen. Schon bevor es Menschen gab, war Afrika also alles andere als ein idealer Brutplatz für die wirtschaftliche Entwicklung im späteren Verlauf der Zeit. Diese Herausforderungen beeinflussten auch die anderen Produktionsfaktoren, darunter auch einen, den wir auf diesem Kanal selten erwähnen. Makroökonomen sprechen häufig davon, wie Land, Arbeit und Kapital zusammenwirken und eine Wirtschaft beeinflussen. Im Falle Afrikas war das Land nicht ideal für Landwirtschaft, Handel und Industrie, was bedeutete, dass die Bevölkerung kleiner und zersplitterter war, was wiederum bedeutete, dass es weniger konzentrierte Handelszentren gab, was wiederum bedeutete, dass man sich mehr auf das Überleben konzentrierte, anstatt Technologien und Infrastrukturen zu entwickeln und zu teilen. Also Kapital. Aber es gab noch ein weiteres Element und das war der Unternehmergeist. Wenn Wirtschaftswissenschaftler von Unternehmertum als Produktionsfaktor sprechen, meinen sie damit nicht nur Menschen, die ein Unternehmen gründen, sondern vielmehr Menschen oder sogar Institutionen, die die anderen Produktionsfaktoren Land, Arbeit und Kapital so koordinieren, dass sie tatsächlich etwas Nützliches tun. Es ist anzumerken, dass viele Ökonomen dies oft einfach mit dem Begriff Arbeit zusammenfassen. Denn bei der Arbeit geht es nicht nur darum, wie viele Menschen in einer Volkswirtschaft arbeiten, sondern auch darum, welche Fähigkeiten sie haben. Die Tatsache, dass Unternehmertum wohl nur eine weitere Qualifikation ist, erklärt, warum diese beiden Begriffe oft miteinander vermischt werden.
Aber der wirtschaftliche Fall Afrikas ist vielleicht einer der deutlichsten Beispiele dafür, warum dies so wichtig ist, dass es als eigenständiges Element betrachtet werden sollte. Das meiste davon basiert auf der Arbeit von Darren Acemoglu und James A. Robinson vom MIT in ihrer Veröffentlichung mit dem schlichten Titel Why is Africa Poor? Auch wenn es diese Herausforderungen gibt, ist es wichtig, sich mit den Ursachen zu befassen, die beispielsweise für die langsame Entwicklung von Technologien verantwortlich sind. Acemoglu und Robinson untersuchten in ihrer Studie verschiedene Gruppen auf dem Kontinent und die individuellen Beweggründe, warum sie bestimmte Technologien annahmen oder nicht, obwohl sie ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Selbst so einfache Technologien wie das Rad wurden nicht in großem Umfang angenommen. Der billige Transport, den so etwas Einfaches ermöglicht, bedeutet, dass es für Gesellschaften immer einfacher wird, sich außerhalb kleiner Dorfgruppen zu entwickeln, weil Ressourcen zwischen verschiedenen Gebieten gehandelt werden können und die Menschen sich spezialisieren können. Müssten Lebensmittel, Werkzeuge oder Baumaterialien von Trägern transportiert werden, die sich die schweren Dinge direkt auf den Kopf setzen, wäre das weit weniger effizient als ein einfacher Handwagen. An diesem Punkt wird es für die gesellschaftliche Gruppe einfacher, sich selbst zu versorgen, weil es so schwer ist, Handel zu treiben. Das war nicht nur in Afrika so. Auch die australischen Ureinwohner waren vom frühen globalen Technologieaustausch weitestgehend abgeschnitten und blieben als Jäger und Sammler weitgehend autark, bis die westlichen Kolonien gegründet wurden. Wenn das alles wäre, würde das vielleicht erklären, warum Afrika historisch gesehen hinter den Imperien des Nordens zurückgeblieben ist. Aber es würde nicht erklären, warum sie im Hintertreffen geblieben sind. Was Acemoglu und Robinson interessant fanden, war, dass die untersuchten Gruppen auch nach der Verbreitung von Rädern auf dem Kontinent immer noch die Handarbeit bevorzugten, ohne dass es dafür einen klaren Grund gab, bis sie sich die Institutionen ansahen, die diese Gebiete beherrschten. Zu der Zeit, als die westliche Technologie in Afrika Einzug hielt, wurden Regionen wie der Kongo locker von Königen regiert, die per Dekret mit weit weniger bis gar keiner Kontrolle regierten. Sie beschafften sich ihre Einnahmen durch willkürliche Steuern und nahmen sich Dinge mit Gewalt, wo sie es für richtig hielten. Dies drängte Gruppen, die sich der Herrschaft dieser unkontrollierten Anführer entziehen wollten, immer weiter von den einfachen Straßen in der Region weg, sodass die tyrannischen herrschenden Institutionen, anstatt eine Kultur des Handels und der gegenseitigen Abhängigkeit zu entwickeln, genau das Gegenteil förderten. Die Zersplitterung der autarken Gruppen hat sich bis in die heutige Zeit fortgesetzt, in der selbst innerhalb der vielen Grenzen Afrikas oft Dutzende verschiedener kultureller Gruppen innerhalb eines Landes um politische Vertretung und Macht ringen. In einem solchen Umfeld ist es für schlechte Anführer leicht, sich in Machtpositionen zu bringen, indem sie ihre Gruppe beschwichtigen und das Land so führen, dass es auf Kosten aller anderen geht. Das bedeutet, dass es selbst ein paar hundert Jahre später für die Menschen riskant ist, sich darauf einzulassen, dass die Wirtschaft sie mit dem versorgt, was sie brauchen. Es lohnt sich auch nicht, zu viel Mühe in die Herstellung einfacher Dinge wie eines Handwagens zu stecken, wenn sie von einem absoluten Monarchen nach Lust und Laune beschlagnahmt werden konnten. Natürlich geschah dies nicht in einem Vakuum und es ist unmöglich, die heutigen wirtschaftlichen Probleme in Afrika zu betrachten, ohne sich mit Eroberung und Kolonialismus zu beschäftigen. All diese Herausforderungen, die der afrikanische Kontinent mit der gespaltenen Bevölkerung, den unwirtlichen Umgebungen und der schlechten Wirtschaftsführung hatte, wurde durch den atlantischen Sklavenhandel und die späteren Kolonialreiche natürlich erheblich verschärft. Die wirtschaftlichen Grundlagen des Sklavenhandels waren leider fast schon brutal einfach und nutzten viele der grundlegenden Schwächen aus, die wir bisher erforscht haben. Die Kolonialmächte hatten in den neu entdeckten Gebieten Amerikas Plantagen errichtet. Aber leider starb die einheimische Bevölkerung im Gegensatz zu vielen ihrer anderen Kolonien in Ostindien zu schnell aus, um sie für den Anbau exotischer Gewürze einzusetzen. Also mussten die Europäer neue Arbeitskräfte importieren und da sie das nicht selbst tun wollten, wandten sie sich an Afrika. Viele der mächtigen afrikanischen Herrscher nutzten zu dieser Zeit bereits selbst Sklavenarbeit und waren gerne bereit, sich im Austausch gegen europäische Technologien, insbesondere Schusswaffen, an dieser schrecklichen Industrie zu beteiligen. Schusswaffen waren technisch hochentwickelte Werkzeuge, aber im Gegensatz zu vielen anderen Technologien hatten sie nicht das Problem, dass man sie einfach für sich beanspruchen konnte, denn sie waren sowohl Eigentum als auch ein Instrument zur Durchsetzung von Eigentumsrechten in einem. So konnten sich mächtige Gruppen Werkzeuge beschaffen, um noch mächtiger zu werden und von der Gefangennahme ihrer Rivalen zu profitieren, um sie nach Übersee zu schicken. Die Europäer nutzten diese Sklavenarbeit in ihren neuen Kolonien, um exotische Waren zu produzieren, die sie in Europa verkauften. Und mit dem Erlös kauften sie noch mehr Waffen, die sie im Tausch gegen weitere Sklavenarbeit nach Afrika verkauften. Der Grund, warum sie nicht einfach Kolonien in Afrika selbst gründeten, war, dass die afrikanischen Gruppen nach einer langen Geschichte von Kämpfen untereinander zu dieser Zeit ziemlich starke Gegner waren, vor allem in ihrem Heimatland, das ohnehin voller tropischer Krankheiten, gefährlicher Tiere und unterdurchschnittlichem Boden war.
Es war einfach einfacher, über den Atlantik zu segeln, was deutlich macht, wie schwierig es war, Afrika zu besiedeln. Natürlich hielt dieses System nicht ewig, denn die amerikanischen Kolonien begannen, ihre Unabhängigkeit einzufordern und die industrielle Revolution führte dazu, dass die westlichen Armeen sehr schnell sehr viel mächtiger wurden. In den 1600er Jahren wäre es mit hölzernen Segelschiffen und frühen Feuerwaffen einfach nicht wirtschaftlich gewesen, Afrika zu kolonialisieren, wie es die europäischen Mächte mit anderen Regionen der Welt taten. Aber mit modernen Armeen, Dampfschiffen und grundlegenden Behandlungsmethoden für Tropenkrankheiten wurde der große Kontinent Afrika als Kolonie sehr attraktiv, zumal er voller Ressourcen war, die im Industriezeitalter plötzlich sehr nützlich waren. Diese Zeit war für den Kontinent so schrecklich, dass wir nicht zu sehr ins Detail gehen können, weil dieses Video sonst von YouTube entfernt würde. Aber aus einer rein makroökonomischen Perspektive legte dies den Grundstein für viele der staatlichen Probleme, mit denen der Kontinent bis heute zu kämpfen hat. Als die Kolonialmächte Afrika verließen, nahmen sie ihre Werkzeuge, Herrschaftsstrukturen und Arbeitsbeziehungen mit. Auf dem Kontinent gab es so gut wie keine Bildung und viele Gruppen konnten auch nicht zu ihrer traditionellen Lebensweise zurückkehren. Überall auf dem Kontinent kam es zu gewaltsamen Machtergreifungen und selbst wenn die Führer, die Macht an sich rissen, völlig wohlhabend waren, hatten sie keine Ausbildung, wie man eine effektive Regierung führt. Natürlich waren viele Staatsoberhäupter auf dem Kontinent nicht wohlwollend und Korruption war sehr weit verbreitet. Die natürlichen Ressourcen, die Afrikas goldene Eintrittskarte für wirtschaftlichen Wohlstand sein sollten, wurden in vielen Fällen von despotischen Führern als ihr persönliches Sparschwein benutzt, um ihre eigene Macht zu sichern. Ständige politische Umwälzungen und die anhaltende Herrschaft unkontrollierter Machthaber haben dazu geführt, dass der Kontinent als Ganzes einen ernsthaften Reputationsschaden erlitten hat, sodass jede Branche in Afrika als riskanter angesehen wird als eine ähnliche Branche auf einem anderen Kontinent. Das bedeutet, dass Afrika selbst für einfache Projekte mit großem Potenzial an Vorteilen kaum noch Finanzmittel erhält, weil sie einfach als zu riskant gelten. Vor einer Weile haben wir uns mit dem Konflikt in Niger befasst, der die Entwicklung einer Ölpipeline stoppte. Eines der einfachsten Infrastrukturprojekte überhaupt, mit dem man eine Rendite erzielen kann. Aber in dem geopolitisch unsicheren Land war selbst das Risiko nicht wert. Während die Situation fast hoffnungslos erscheint, gibt es zum Glück Raum für Optimismus. Viele der grundlegenden Probleme, die mit der gescheiterten Entwicklung solider Institutionen zur Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängen, zeigen erste positive Anzeichen von Fortschritt. Das Papier von Robinson und Acemoglu wurde vor mehr als 13 Jahren geschrieben und seitdem hat sich viel verändert. Aber der Erfolg der Änderungen wird durchmischt sein und sie werden einige Zeit dauern. Die Zinssätze sind derzeit weltweit hoch, was bedeutet, dass internationale Investoren noch weniger von Ländern wie denen in Afrika angezogen werden, da sie gute Renditen erzielen können, indem sie einfach extrem sichere Anlagen kaufen. Wenn Bargeld weniger als 1% abwirft, sind sie vielleicht etwas mehr motiviert, Afrika wieder als Option zu sehen. Außerdem wird der Kontinent wieder in eine Reihe von hochkarätigen Konflikten verwickelt, was selbst Länder wie China dazu veranlasst, einen Schritt zurückzutreten, um zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, schon gar nicht wir Ökonomen. Aber man darf nicht vergessen, dass sich der Großteil Asiens noch vor 50 Jahren in der gleichen wirtschaftlichen Situation befand wie ein Großteil Afrikas heute. Vor 300 Jahren, einem Wimpernschlag in der Menschheitsgeschichte, hatten selbst die reichsten westlichen Nationen eine ähnliche Wirtschaftsleistung wie der Kontinent heute. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus Acemoglus und Robinsons Forschung ist, dass wirtschaftlicher Erfolg zu noch mehr wirtschaftlichem Erfolg führt. Die meisten Volkswirtschaften in der Geschichte stagnierten, bis sie es nicht mehr taten. Wenn Afrikas Zeit gekommen ist, könnte es eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte werden, so wie jede andere Region, die von Problemen geplagt war, bis sie den ersten Durchbruch schaffte. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!